Das Feuer in Årdal vor 3 Jahren. 5 Personen sind damals verbrannt. War er das? Norwegischer Amerikaner. Ist auf der Suche nach Verwandten. Und er lebte die ganze Zeit über im Wald? Erik, mein Name ist Christine Aas. Ich bin Psychologin. Hey, du da! Hast du dich verlaufen? Viele Leute fragen sich. Steh auf! Was gestern Abend passiert ist. Wenn du mich anfasst, wirst du brennen. Erik, die Botschaft hat Leute geschickt, um dich nach Amerika zu bringen. Wir konnten 3 Leichen bergen. Christine! Steig ins Auto. Er darf in keine Stadt gelangen, da sind wir einer Meinung, oder? Du hast gesehen, was er gemacht hat. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Wir haben Glück, dass sie noch leben. Manchmal werde ich hineingezogen in diese Vision. Ich sehe Dinge. Ich kann herumgehen, ich kann Dinge berühren, ich kann Dinge fühlen. Ich fühle den Wind, ich fühle die Hitze. Ich will nicht sagen, dass er ein schlechter Mensch ist. Es ist mir egal, was er ist. Wir müssen ihn unter Kontrolle kriegen. Komm da so schnell wie möglich wieder raus. Ich glaube, hier ist etwas geschehen, das niemand so richtig verstehen kann.